Dieses Spiel hat keine Altersbeschränkung. Wir wünschen euch allen viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen heute hier zu einem neuen Spiel namens Gold Rush The Game. Wir werden uns mal als Goldgräber versuchen. Juhu! Ich sollte dabei erwähnen, dass wir das Spiel noch gar nicht gespielt haben. Das heißt, wir testen das jetzt komplett blind an. Das Spiel ist kein Early Access mehr. Es ist am 13. Oktober 2017 erschienen, veröffentlicht worden. Wir hatten eben schon den ersten kleinen Bug im Menü, dass uns das Spiel abgeschmiert ist. Also ich hoffe, das läuft jetzt einigermaßen. Ja. Und vielleicht kennen ein paar die Serie auch. Die läuft, glaube ich, auf dem Discovery Channel und auf D-Max. Aber ob das damit zu tun hat? Doch, hat das. Das stand das eben da. Und eben waren das auch die Männchen im Ladebildschirm. Also die Protagonisten von der Serie. Guck mal, hier kann man die Steuerung einblenden. Das ist schon mal sehr gut. E-Aktion, klar, Sprung, kennt man alles. Vorheriges Gerät, klar, Scheinwerfer. Aber wir werden sehen. Also ich habe damals gerne Farming Simulator gespielt. Ja. Und es hat mich von den Fotos zumindest ein bisschen daran erinnert. Von der Grafik erinnert es mich auch ein wenig daran. Wir wollen jetzt Gold. Wir wollen Gold. Das ist oder interessanter als Korn. Ich klaue mir einfach so ein Polizeiauto hier, das ist doch viel cooler. Was machst du dann? Verhaftest du die Goldgräber? Oh, ich glaube, das sieht nicht mehr gebraucht aus. Na, Führerscheinpapiere bitte. Haben Sie was getrunken? Okay, wir lassen das. Ich spiele nicht den Autobahn-Polizei-Simulator. Autobahn. Autobahn. Mit der Bahn fahre ich gern. Mit der Bahn. Mit der Bahn, das hätte ich so anders verstehen können. Ach, Alter, ach Gott. Ja, ist schön hier, ne? So eine Halle. So. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Deswegen, warte mal, was war? Tab können wir auch die Karte aufrufen, gucken wir noch einfach Vielleicht mal. Vielleicht müssen wir ein Grundstück kaufen oder so. DigTube. Ja, keine Ahnung, warte mal. Wo sind wir denn überhaupt? Da sind wir. Wir sind beim Lagerhaus. Ja, das müsste unseres sein, gell? Hier haben wir was? Old Glen Bank, die haben wir vorne. Hier unten ist der Maschinenpark. Und der Amboss hier ist ein Schmied. Zum Reparieren dann wahrscheinlich. Oh, das ist aber relativ groß, die Karte, doch. Ja. Hier haben wir eine Fabrik. Wohnmobil. So. Hätten wir nicht mit dem Auto fahren können? Das haben wir jetzt gar nicht probiert, ne? Wir laufen die ganze Zeit hier wie nur was. Hätten wir das Auto nehmen können? Ich weiß nicht. GTA. Oh Gott. Entschuldigung. Ja. Willkommen beim Camping-Simulator. Wir gehen nicht in die Wildnis, wir wollen zum Auto. Schlagen wir unsere Zelte auf. Oh, es wird geladen. Stand da gerade laden? Ich hab's nicht gesehen. Ja, oben stand ein Bagger. Der hat gebaggert und geladen. Oh, guck mal. Wir hätten fahren können. Da unten ging's aber nicht weiter. Ach, warte, ich muss bestimmt jetzt erstmal. Ist doch egal. Was steht hier? Gaspedal ist klar. Wo mach ich den Motor? Mach ich mit X an. Wow. Löse die Hand. Ach du. Mach mal ganz kurz. Ach, ist doch da Einstellung. Ich würde gerne mal die Musik ein bisschen runterdrehen. Die ist mir ein bisschen zu laut noch. Ja, es hat sich nicht groß was geändert. Ja, Überbelastung. Ah komm, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Und spielen so weiter. Ist okay. Fortsetzen. Boah, der ist ja richtig modern eingerichtet hier, guck mal. Wir sitzen unangeschnallt. Der hat kein Autoradio, da hängt das Kabel raus. Okay, wie war das? Handbremse. Ach, was war jetzt die Handbremse? Ist Space. Oh. Und? Was auch da vorne war, glaube ich, die Motorhaube. Oh, guck mal, Tannenbaum. Tannenbaum, wir fahren nicht um, nein. So, ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Sollen wir mal wieder zurück ins Lagerhaus? Ich weiß es nicht. Haben auch immer die Papiere. Kriegt man überhaupt nichts so. Also was, ich steige nochmal aus. Jetzt sind wir hier. Achso, ich sollte den Motor vielleicht mal ausmachen. Jetzt fährt er einfach weiter. Und die Handbremse anziehen, so. Wunderbar. Oh, den stehst du mitten auf der Kreuzung. Ist doch egal, hier ist eh nichts los. Ja. Und da, der wäre auch schick, ne? So schön mit Rostfarben und so. So,
So, wir müssen, glaube ich, schon eins weiter. Können wir eine Runde rutschen? Spielplatz. Kann man eigentlich? Nee, nein, ich glaube nicht. Ist aber schon ganz nett gemacht. Aber warum ist alles verrostet? Ist in Alaska alles verrostet? War noch nicht da, keine Ahnung. Das ist doch Alaska, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe es gerade in der Spielebeschreibung nachgelesen. Ja, also willkommen beim Herumirren. Es ist jetzt, ich finde es ein bisschen doof, dass es kein Tutorial gibt. Oh, 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 benutzen. Ja. Okay, wir gucken mal auf die Karte. Spieler, Pickup, kleiner Bagger. So was haben wir noch gar nicht hier. Wir haben nur die Wohnwagen. Ja, klick doch mal auf. Kann man da hinreisen, schnell reisen zum Wohnwagen? Gehört uns da schon irgendwas? Nee, nee, das gehört nicht. Was ist denn das? Zelt. Einfach nur. Nee, uns gehört nichts. Aber wir haben ja noch keinen Bagger und nichts, ne? Bringt ja nichts, wenn wir jetzt irgendwo hinreisen. Ja, vielleicht stehen da schon Sachen. Ja, sonst wäre doch auf der Karte markiert. Hier steht doch Kipplaster, Frontlader, kleiner, großer Bagger. Ist doch nichts drauf. Deswegen war ich am Gucken. Obwohl? Nee, das ist was anderes. Hm. Aber wir haben auch kein großes Geld, um was zu kaufen. Wir haben 224 Dollar. Vielleicht müssen wir erst von der Hand schürfen gehen. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Aber haben wir denn überhaupt was? Klauen wir jetzt einfach im Lager. Vielleicht haben wir was im Inventar. Ich guck, aber nein. In die Hocke gehen? Ja, Spielsteuerung ausblenden. Rucksack, Tab. Da waren wir doch gerade. Man sollte vielleicht hier oben nochmal gucken, das ist die Gold. Ah. Die Goldmap. Wo sind wir? Die Zelle, unten kannst du noch klicken. Nee, nee. Das sind die da, wo die Zelte und die Wohnhäuser sind wahrscheinlich. Ich bin gerade orientierungslos, wenn ich ehrlich bin. Warte mal. Das ist die. Stehen die hier auch bei der Karte drauf? Nein. Doch, das sind diese, guck mal, das ist hier dieses, diese Dinger sind das. Die sind dann da in, das sind vier Parzellen. Ach so, da kannst du recht haben, ja. Parzelle 1, ja. Parzelle 2, ja, das macht, kann man da nicht, warte mal, kann man nicht rauszoomen, was ist das denn? Ja, das ist ja nur dieser Bereich dann, besser ja, das gekennzeichnet. Wäre dann schön. Notizbuch. Ah, sollte man vielleicht hier mal reingucken. Go to the claim. Go to the bank. Rent old owners. Also, wir sollen zur Bank gehen. Ein Claim. Ah, wie besetzt man Claim? Also, ein Gebiet, wo man schürfen kann. Sollte man. Ja, kurz kaufen. Mieten. Kaufen oder mieten. Dann zum Warenhaus. Okay, dann machen wir das. Die Bank war ja hier. Also, es gibt doch ein Tutorial. Wir hätten nur klicken müssen. Ja, wäre schön gewesen, wenn sie es vielleicht irgendwie offensichtlicher gezeigt hätten. Das ist doch die Bank. Guck mal, da haben wir direkt geparkt. Intuitiv bin ich zur Bank gefahren, obwohl ich gar nicht wusste, dass ich da hin will. Jetzt hat die Bank zu. Ja. Ach, guck. Welche nimmer denn? Die sollen wir nicht mieten. Parzell, Ort, da stand Preis 600.000 Dollar. Das ist doch ein Schnapper. Erwartete Menge Gold niedrig. Ja, aber da. Wir sollten das im Tutorial stellen, wir sollen das nehmen. Ja, das kostet nichts zur Miete, deswegen, wir mieten das. Gemietet. Wir können es upgraden. Na, okay, wir belassen es. Wir haben kein Geld zum Upgraden. Muss ich auf Abbrechen jetzt gehen, um rauszukommen? Okay. Haben wir jetzt was gemietet? Wir haben was gemietet. Und jetzt sollen wir wieder zum Warenhaus zurückkehren. Ich bin Bugs Bunny. Hast du Möhrchen? Ja, aber es erinnert mich wirklich schon sehr an Landwirtschaftssimulator. Sie ignoriert mich einfach. Ja. Aber ich bin es ja gewohnt. Wieso? Ich ignoriere dich nie. Ja, Wer bist du? Und jetzt? Lesen wir vielleicht nochmal. Ja, wir lesen nochmal. So, waren wir bei der Bank. Wir haben Arnolds Parzelle, wie auch immer, gemietet. Wir sind zum Warenhaus gegangen. Wir wollen kaufen ein Basic Set. Eine Pumpe. Hockbahn. No bump. Ja, aber wie muss ich das jetzt hier suchen? Tatsache. Oh Gott, jetzt müssen wir das suchen gehen. Das ist aber lustig. Warte mal, was brauchte ich jetzt? Also ich brauche das Teil. Geh weg. Hockpan, no pump. Hockpan.
Sluice Sidecore, Sluice Box und zwei Matten. Ja, das ist ja, das wäre... Aber ohne Anschluss. Das brauchen wir. Ja. Menge 1 hinzufügen. Dann brauchen diese Stäbe wir da? Matten. Matten sind. 2 stand da, meine ich, hinzufügen. Ich muss gucken. Und dann verließen sie ihn. Mein Gedächtnis. No Pump, die Hammer, Hawkband, Sluicebox. Ach, das hier, das Ding bestimmt, die Rutsche. Sluicebox. Wieso ist das eigentlich auf Deutsch und hier nicht übersetzt? Ich weiß es nicht. Bucket, ein Eimer. Also, okay, wir brauchen diese Rutsche. Das ist diese hier doch. Aber warte. Waschrinne. Erweiterung. Wir kaufen die Waschrinne. Ja, eine. Weil wir wollen Wäsche waschen. Wir wollen Gold und, waschen. Psst. Also sag das doch nicht direkt. Das hast das ganze Sinn des Spiels oh schon Gott, verraten. Oh Gott, habe ich gespoilert. Warte ich jetzt. Dachte, Gold waschen. Wieder rausgekommen. Jetzt brauchen wir noch ein Bucket, ein Eimer. Ein Bucket. Moment. Das sind Dosen. Das muss doch alles hier stehen, oder? Bin ich blind? Ich bin blind, oder? Vielleicht meinen die das damit, ja, oder ist das so eine Schüssel? Nee, das ist ein Bucket, das ist ein Eimer. Aber hier ist ja, da ist nichts. Das sind... Weiterführende Sachen für später? So ist das. Wir wollen ja nicht malen. Weißt du, vielleicht kann das auch diese Schürfschale sein. Was? Schürfschale, ja, hast du hier irgendwo eine Schürfschale gesehen? Ich nicht. Nee. Weiß auch nicht, wie die richtig heißt. Warte mal, hier sind doch Eimer, da, Bucket. Guck mal, aber ich will nicht den, der liegt, ich nehme den. Ist eh alles dasselbe. Den schönen, oder was? Ja, wir nehmen den schönen, dreckigen, weißen, so. Jetzt gehen wir hier zur Kasse. Und wir gehen auf Bestellung. Ja. Deine Bestellung wurde vorbereitet. Du findest deine bestellten Produkte hinter dem Shop im Ladebereich. Dieser Bereich hat eine begrenzte Fläche. Weswegen du vor einer größeren Bestellung sicher gehen solltest, dass sie frei ist. Wir gehen hinter den Laden. Ne, hier, die Fläche ist das. So vor, ich sag hinter den, ach komm, ist egal. Ja. Guck, haben die einfach alles dahingeschmissen. Oh ne, warte, jetzt muss ich das Auto wiederholen. Ach, jetzt müssen wir es auch noch richtig beladen. Ja, cool, ne? Das ist aber aufwendig. Ja, wir lernen dazu, ist kein Problem. Wir haben ja hoffentlich können wir Personal einstellen. Das ist ja auch cool, ich bleibe an der Bordsteinkante hängen. Ja, wenn die Füße nicht hilft, passiert das auch. Aber wir wissen ja jetzt über Handbremse und Motor und so, ne? Also wie wir die lösen, anmachen. Guck mal, wir haben ein Army-Zeichen drauf, US Army. Die halten halt noch was aus, die Wagen. Handbremse ist... Ach, das kann ich gar nicht nach hinten. Kann man mit Alt? Nein, kann man nicht. Also ich kann nicht komplett nach hinten gucken. Fahr einfach. Ja, du bist ja lustig. Fahr einfach. Wenden in 500 Zügen. Genau wie in der Fahrschule. Wunderbar. Guck mal. Hast du super gemacht. Kriegst gleich ein Sternchen. Ach Gott, nee. Boah, die lässt sich aber wunderbar fahren, dieses Auto. Das ist ein Traum. Und zurück. Und vor. Jetzt musst du den Kofferraum aufmachen. Kann man eigentlich die Haube aufmachen oder irgendwie festmachen? Das ist nicht andauernd. So, jetzt schmeißen wir es einfach da hinten drauf. Ja, der Motor läuft doch noch. Ist doch egal. War da eine Spritanzeige? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Kann man die auch schmeißen? Nee, kann ich nicht. Guck mal, ich darf mich nicht in den Eimer reinlegen mit der Flüssigkeit drin. Das haben wir wunderbar platziert. Das nimmt, ich weiß immer noch nicht. Ich dachte eigentlich, wir hätten so eine Schüssel am Anfang. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das jetzt machen. Ich auch noch nicht. Aber wahrscheinlich müssen wir mit dem Eimer da Wasser reinkippen. Ja. Und dann läuft das da durch. Über die Matten, ne? Ich dachte, kann ich zwei nehmen, ne? Ne, war ja klar. Ich dachte eigentlich, wir nehmen so eine Schürfschüssel, oder wie heißen die? Ja, vielleicht haben wir die automatisch mit dabei. Oder die liegt dann da rum. Kann ich die Beifahrertür? Ne, kann ich nicht öffnen, ich kann nur reingehen. Sonst hätte ich jetzt eine Matte ganz cool lässig auf den Beifahrersitz gelegt. Ja, das geht nicht. Zack. Aber allein, dass wir das schon einladen müssen, ist doch schon lustig. Durchgerutscht, direkt zum Fahrersitz. Ach, die Handbremse, ja, ist gut, komm. Löse die Handbremse, um die Maschine zu bewegen.
So, und ich jetzt gleich bleibe ich mal ganz kurz stehen. Ich meine, wir müssen nach links, aber ich bin mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so. Oh, komm. Schön mit der Handbremse. Hier ist er nämlich und wir sind da. Das heißt, wir fahren jetzt hier rechts, wir fahren gleich links. Und, oder? Nee, warte mal, wir müssen hier unten drauf, ne? Guck mal hier. Oh, kannst du da rein? Das heißt, wir müssen trotzdem nach links in die nächste rechts. Ja, das ist ja, achso, ja, die Handbremse ist gut. Die Hauptstraße sozusagen, ne? Ne, das ist keine Straße, das ist ein Weg. Das ist doch keine Straße, ist das eine Straße? Das ist eine Straße. Ach du Schande. Ich weiß schon, warum die Autos da so aussehen. Oh, und das ruckelt aber nett. Oh Gott, ja, das war übrigens nicht die Handbremse, der rutscht einfach so weg. Aber macht Spaß. Ich muss mal gucken. Wir sind... Wo sind wir? Ach, da sind wir. Wir müssen links runter. Weil wir müssen irgendwie dahin. Ah, okay. Der Weg sah weiter aus auf der Karte. Ich dachte, wir wären was länger unterwegs. Da müsst ihr anhalten, Stoppschild. Ja, 21. Und jetzt fahren wir, jetzt kommt der Zug. Jetzt kommt der Zug. Nee, das ist sogar kein... Doch, das ist Zug. Da hinten. Nee, das sind Kamine. Also hier Schornsteine von irgendwas. Sieht aus wie eine Fabrik. Mhm. Boah, das mit dem Laden ist aber sehr... Also das... Oh, der rutscht mir mal weg beim Laden. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Das ist bei Farming Simulator besser gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir spielen ja auch nicht Farming Simulator. Nee, aber ich vergleiche gern. Ja. Beim Farming Simulator, da habe ich auch ein paar Stündchen schon am Buckel. So. Fahren wir einfach... Einfach irgendwo lang. Die Straße und dann hier links direkt, ne? Kann ich da links rein? Ja, ich kann da rein. Was ist denn das für ein Ding? Das ist wahrscheinlich eine Ölraffinerie oder sowas, würde ich behaupten. Keine Ahnung. Oh, der Motor ist aber nicht gesund, wenn ich Vollgas gebe. Jetzt einfach hier rechts. Mhm. Nee, links. Müssen wir zu Fuß weiter, ne? Nee, wir können doch nicht alle Sachen dahin tragen. Ja, aber... Nee, es ist die Strecke hier. Dann ist das da vorne das Plateau der Parkplatz gewesen, der da eingezeichnet ist. Hm. Hauptsache, du findest dich zurecht. Ich habe mich schon dreimal verfahren. Oh, Offroad. Ja, wir fahren einfach mal weiter, oder? Wird schon schief gehen. Irgendwo werden wir ankommen. Ich guck's gleich nochmal. So, eigentlich müsstest du ja jetzt den Navigator machen, wenn du schon neben mir sitzt, ne? So, und jetzt gleich müssen wir links. Ja, oder? Können doch geradeaus theoretisch fahren. Das ist eigentlich, glaube ich. Geht da mal so rum. Ja, fahr vielleicht geradeaus zu unserem Haus. Ich glaube nicht, dass das unser Haus ist da vorne. Aber da nicht, wir haben das doch gemietet. Ein paar Marshmallow. Achso, meinst du das dabei? Ja. Guck mal, richtig eingeparkt. Wie ein Profi. So muss das. Home sweet home. Stehe ich jetzt im Feuer? Ne, das ist da vorne. So, ein paar Marshmallows auspacken hier und dann gib ihm. So. Was ist das Zelt? Ist das dann auch jetzt uns? Ich weiß nicht. Ich bin jetzt wahrscheinlich... Oh, das war schön. Oh, Wasser brauchen wir wahrscheinlich. Ja, aber hier... Achso. Ja, wir werden sehen, wie das jetzt gleich funktioniert. Wir laufen einmal ums Zelt rum, weil ich habe den Eingang bestimmt wieder nicht gesehen. Es gibt da, glaube ich, keinen. Da kommen wir sicher nicht rein dann. Das ist nur Deko. Ach, ja, sieh an. Da, guck mal, da ist es doch. Das habe ich gesucht. Und einen Rucksack, den kann ich nicht nehmen, Rucksack. Die meinte ich eben. Ja, die braucht man dann wahrscheinlich auch. Die sind so alte Matten. Siehst du, ich habe gesagt, die liegt da rum. Was haben wir hier? Ein Tablet? Okay, Arbeiter müssen wir noch freischalten. Coming soon, coming soon. Ja, komm, das ist Ausschaltung. Guck mal, hier kommen auch Wiegen so. Also wenn das dann möglich ist überhaupt. Ja, wird wahrscheinlich möglich sein, sobald wir was Gold haben, ne? Hier läuft ein Generator. War da draußen ein Generator? Hab ich den jetzt auch wieder übersehen? Kann ich Licht anmachen? Nee, kann ich nicht, okay. Ja, wir wollen es ja nicht übertreiben. Jetzt gehen wir nochmal. Schwupp. Ich kann nicht über den Zaun. Ich hänge im Zaun fest. Naja. Fast die Beine gebrochen. Ach so, das zum Schlafen gehen. Arbeiten und Wohnen getrennt.
Ja, siehst du mal. Nimm mal die. Ach, ich muss eh drücken. Ja, was ein bisschen blöd ist, wir können nicht mit dem Auto weiter. Oder doch? Können wir mit dem Auto da reinfahren? Doch, das sieht doch so aus, oder? Ja, guck erstmal, wo wir hin müssen, weil ja, wir hier, brauchen Wasser. Aus. Ja, aber wir brauchen Wasser für den Dings. Wir müssen da ist Wasser und wo ist jetzt unser Männchen? Das Männchen wird nicht angezeigt. Bin ich blind? Die müssen doch hier stehen jetzt irgendwo. Weil hier ist das Zelt, da ist Wasser, das ist. Da muss die Schütte hin, da. Hogpen Area. Ja. Hier muss die hin, Tatsache. Da ist auch noch. So. Ups. Hier steht's gut. Also wenn wir dann irgendwann mal hier einen Schneefall haben, können wir doch wunderbar mit das Ding als Schlitten benutzen.